Und so sehen die Straßen hier aus. Dreckig, matschig. Und hier darf man auch nicht von der Straße runterfahren, dann macht es und man ist verschwunden. Herzlich willkommen zur Folge 11. Wie gesagt, eine Spezialfolge. Letzte Woche habe ich es angekündigt. Es geht um Standortsuche und es geht so ein bisschen heute darum zu gucken, wie verändern sich Standorte und wann wandere ich mit welchen Bienen wohin. Grundlage 1 dafür: Bienenvölker. Bienenvölker. Oh, sind sogar einige am Fliegen heute. Bei den Bienenvölkern führt man ja in irgendeiner Weise eine Art Stockbuch, beziehungsweise macht sich Notizen, wie welches Volk ist. Und wir haben jetzt Mitte Januar und jetzt kann man schon so eine erste Tendenz abgeben, welches Volk wann wie stark im Frühling sein könnte. Ganz, ganz vage natürlich, weil die Brutaktivität noch nicht angefangen ist und bis März noch mehr Bienen sterben, als neu ausgebrütet werden. Aber so eine grobe Tendenz kann man schon mal geben und man weiß ja auch, wie die Völker sich im vergangenen Jahr entwickelt haben. Und aufgrund der Tatsache habe ich jetzt gerade was vorbereitet, nämlich einmal einen Trachtüberblick gemacht, wann ich Völker in welcher Tracht brauche und dann nochmal die Standorte aufgeschrieben. Das seht ihr jetzt. So, und ihr habt es gerade gesehen, es gibt auf dem Plan einen Stand, der heißt Heimatstand. Hemmoor 1, glaube ich, habe ich den genannt. Ich werde euch nicht verraten, wo diese Stände genau sich befinden. Es gibt da Gründe für, ihr wisst schon welche. Genau, und an diesem Standort stehen immer Wirtschaftsvölker und es wird der Standort sein, wo die Königin begattet werden. Zuchtvölker stehen, Ableger hingestellt werden zur Begattung und so weiter. Also dafür ist dieser Standort hier da. Davon gibt es noch einen zweiten, der ist 2,5 Kilometer in die Richtung. Und während der Frühlingsblüte oder während der ersten Blütphase praktisch, während Obstblüte und Rapsblüte, ist eben 1 Kilometer in die Richtung, also praktisch so ein Dreieck hier, auch noch ein Bienenstandort mit meinen Völkern. Also das ist in der Zeit hier mit Drohnen ganz gut und mehrere Berufsimker sind in den Obstplantagen, da fahren wir gleich noch hin. Genau, hier kann ich Frühblütenhonig ernten, also einen Mischhonig, keinen reinen Sortenhonig und im Sommer kommt es darauf an, wann die Linde anfängt zu blühen. Linde, ich versuche mal, ob wir Linden einfangen können. Also, dort hinten, da stehen mehrere Linden. Die wurden allerdings letzten Winter zurückgeschnitten und ich weiß nicht, ob die dieses Jahr schon wieder blühen. Dort stehen Linden, aber nicht so große. Und dann haben wir hier eine Reihe ziemlich alter Linden, die dürften so 70 Jahre alt sein und 100 Meter
In die Richtung ist die Hauptstraße hier durch den Ort. Und da steht auf der kompletten Länge der Hauptstraße, also 7 Kilometer, alle 5 Meter einen Lindenbaum. Also Linden haben wir hier genug, und in die Richtung, da ist eine Kirche, und an der Kirche stehen auch noch mal 40, 50, 70 Jahre alte Linden. Also wir haben da einiges. Die Frage ist bloß, ob es dann regnet. Das fällt meistens irgendwie mit der Schafskälte zusammen. Hier ist ein bisschen kühler, der Standort. Ich habe noch einen zweiten Lindenstandort, da weiß ich aber nicht, ob ich den dieses Jahr bekommen kann. Wer schon länger das Ganze hier verfolgt, hat von dort aus aber schon einige Stories auf Instagram gesehen. Die Linden sind, da ist es ein bisschen wärmer, die Linden blühen immer eine Woche ungefähr vorher, und die letzten Jahre, also bis auf letztes Jahr, aber sonst die Jahre war es immer so, dort haben die Linden geblüht, es war gutes Wetter. Es wurde reichlich Nektar eingetragen, dann wurde es kalt, und dann fingen die Linden hier an zu blühen. Und deswegen gab es hier meistens dann nur einen Sommerblütenmix von anderen Bäumen, die so blühen. Genau. Wir werden uns jetzt heute noch nicht die anderen, also ich bin in so einer Blühfläche, die werden wir uns heute nicht anschauen. Da werde ich Anfang Februar hinfahren, dann nehme ich euch da mit. Und Buchweizen und Sonnenblume schauen wir uns auch noch nicht an, das ist, und Raps auch nicht. Also da gibt es jetzt, also klar, da ist immer ein anderes Feld, was wir anwandern. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da große Vorbereitungen treffen müssen. Heute soll es ja darum gehen, wie plane ich die Wanderung. Also es ist relativ klar, wann ungefähr der Raps anfängt zu blühen. Es ist klar, wann der Buchweizen anfängt, und es ist klar, wann die Sonnenblumen anfangen. Und Buchweizen und Sonnenblumen sind auch direkt nebeneinander. Also die Völker, die Buchweizen sammeln, werden nachher auch Sonnenblume eintragen. Genau, also da schauen wir irgendwann anders mal hin. Das ergibt jetzt gerade keinen Sinn, uns da einen Acker anzuschauen und zu schauen, was noch in der Umgebung ist, weil wir da ja wirklich halt für die Sorte hinwandern. Was ich euch aber zeigen möchte, es gibt halt hier Obstplantagen, da wollen wir jetzt gleich hinfahren, denn dort ist immer interessant, erstens, wie sieht die Obstplantage nach einem Jahr aus? Also meine Erfahrung ist, wenn man sich die Obstplantage, wenn man also die Obstplantage noch im Kopf hat, im darauffolgenden Jahr sieht sie einfach komplett anders aus, weil ja nach 8, 9 Jahren die Bäume wieder abgeholzt werden und neue gesetzt werden. Und deswegen hat eine Obstplantage immer wieder ein komplett neues Gesicht. Und da bin ich jetzt gespannt, wie es dort aussieht. Wir können nicht auf das Gelände, aber von draußen so ein bisschen schauen. Und diese Obstplantage, in der ich wandere, da sind zwar noch andere in der Nähe, wo auch Imkerkollegen reinwandern. Aber wir warten mal eben, bis das Auto vorbei ist. Aber dazwischen sind Felder. Das bedeutet, es könnte auch sein, dass es dort Raps gibt. Und das ist ein wichtiger Hinweis, wenn es so ein bisschen in Richtung geht, wie rein wird der Sortenhonig Obstblüte dann eigentlich sein? Und wie viel Raps werde ich dazwischen ernten? Also, dass da ein bisschen Löwenzahn und ein bisschen Blühmischung mit reinkommt, das ist klar. Wenn jetzt aber direkt an der Obstplantage ein Rapsfeld ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass wir einen reinen oder einen richtigen Sortenhonig Obstblüte hinbekommen, weil die Bienen doch eher geneigt sind, in den Raps zu fliegen. Genau. Wir machen uns auf den Weg. Genau, hier kann man das jetzt nochmal sehen in ausgedruckter Form, welche Völker wann, wo, wie wandern. Ja, ganz ruhig, Auto. Also die Völker, die im Raps waren, wandern höchstwahrscheinlich in die Blühwiese.
Dann, also, wenn sie mit dem Raps fertig sind, wandern sie in die Blühwiese. Und die Völker aus der Obstblüte wandern hauptsächlich in die Linde und später in den Buchweizen. Genau, das schauen wir uns dann alles an. Erstmal ist jetzt die Obstplantage dran. Die liegt gut 15 Kilometer Fahrzeit hier, von hier entfernt. Wollen wir sie denn dort in Osten? Es ist aber nur 1 Kilometer Luftlinie. Wir müssen halt einmal rundherum um die Oste, also den Fluss, der hier ist und der das Marschland praktisch einmal durchläuft oder durchschneidet. Genau. Das sagt auch schon den Boden, über den Boden aus. Also wer den Podcast gehört hat, Folge, keine Ahnung was. Irgendwann habe ich mal über Standorte philosophiert. Und da habe ich auch gesagt, dass der Boden ganz entscheidend ist und man als Imker sich auch so ein bisschen damit befassen muss. Was hat man eigentlich für einen Boden? Wir sind jetzt hier gerade auf der Geest. Das bedeutet reiner Sandboden mit ein bisschen Lehmschichten dazwischen. Ja, aber wir fahren jetzt runter. Also höhenmäßig sind es nur 5 Meter oder 3 Meter. Aber es ist halt ein komplett anderer Boden. Es ist Kleie, Marsch, ganz glitschig. Es kennt eigentlich nur zwei Zustände. Entweder ist es Matsch bis zum geht nicht mehr, oder es ist richtig hart, trocken und aufgerissen. Diese beiden Zustände kenne ich beim Marschboden nur. Wir werden gleich dann nochmal eben kurz raus aussteigen, eben über den Deich gucken und so ein bisschen da, ja, da schauen. Alles klar. Ich mache euch aus während der Autofahrt, weil ich brauche die Hände. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind hier auf einem Privatweg jetzt. Genau. Wir Imkern so dicht am Deich. Also hier hinten hinter ist die Oste, zeige ich euch gleich. Ja, also so dicht Imkern wir am Deich. Und jetzt muss ich mal eben kurz beiseite legen, weil ich muss schalten. So, genau. Da waren gerade so viele Kurven, jetzt bin ich wieder da. Dort, wo die Hochspannungsmasten sind, einmal praktisch im 90-Grad-Winkel zur Straße und dann 1 Kilometer weiter, da ist der Hauptstandort. Und jetzt nähern wir uns unserem Standort. Wir fahren hier gleich mal eben rechts rein. Ah, ja, das meinte ich nämlich mit, es verändert sich alles. Da kann ich aber gerade nicht hinfilmen. Da stehen nämlich Menschen. Und zwar war da nämlich alles abgeholzt und niedrig gemacht. Hier sieht man das auch. Da hat sich die Obstplantage komplett verändert. Hier genau das Gleiche. Also überall da, wo letztes Jahr noch alte Obstbäume standen, sieht es jetzt so aus. Es verändert sich. Die Obstplantage ist halt immer in Veränderung. Also die Obstplantage bleibt an der gleichen Stelle. Das ändert sich nicht, aber dafür viele, viele andere Sachen. So, und hier müssen wir jetzt mal eben langsamer fahren und gucken, was hier. Hier ist Mais angebaut gewesen. Da könnt ihr nochmal Obstplantage sehen. Sieht hier so aus, als wäre hier kein Raps direkt dran. Wir fahren mal ein Stückchen weiter. Auch hier wird kein Raps angebaut, sondern hier war Mais, da kommt wahrscheinlich was anderes. Und so sehen die Straßen hier aus. Dreckig, matschig. Und hier darf man auch nicht von der Straße runterfahren, dann macht es und man ist verschwunden. Also ihr könnt ja mal hier auf die Felder schauen. Wir halten mal kurz, wir fahren mal eben kurz ein Tickchen langsamer. Hinter uns ist nichts. Da vorne das Wasserloch.
Das ist Marsch. Aber so richtig. Marsch und manche kleine Landstriche hier zwischen sind dann auch noch Moor. Also Feuchtigkeit können wir hier, aber so richtig. Genau, hier ist wieder Mais gewesen, da hinten hinter. Da müssen wir gleich mal eben von der anderen Seite gucken, was da ist. Das sieht grün aus. Entweder ist das, wie heißt das denn noch, Zwischenbegrünung, Winter, also Roggen eingesät oder so. Schauen wir mal eben. Hier ist Raps. Aha. Guckt mal. Dort. Ist das Raps? Ja, das sollte Raps werden, aber der ist nicht so gut aufgelaufen. Sieht auf jeden Fall nicht so gut aufgelaufen aus. Hat einige Stellen, die, naja, nicht so schön aussehen. Ne? Habt ihr ja gerade gesehen. Alles klar. Ich hab gedacht, wir können hier vielleicht nochmal über den Deich gucken, aber hier ist überall so viel los am Sonntag. Hier ist das Rapsfeld nochmal von der anderen Seite. Und ganz in der Ferne erkennt man die Obstplantage. Hier ist auch nochmal Raps. Das ist vermutlich sogar dichter als das andere. Das ist praktisch direkt hinter der Obstplantage. Ja. Wir schauen mal. Aber es hat trotzdem, glaube ich, bestimmt 1,5 bis 2 Kilometer, die es weit auseinander ist. Genau, und ich check das gleich nochmal eben bei Google Maps und dann melde ich mich nochmal. So, ich bin wieder zurück. Wir haben uns jetzt angeschaut, oder ihr habt gesehen, wie ich umherfahre und versuche einzuschätzen, wo sich Rapsfelder befinden, wie weit die entfernt sind von der Obstplantage. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt, bei Google Maps kann man ja wunderbar dieses Entfernung-Messen-Tool verwenden, um Luftlinien abzuklappern. Das ist ja das, was wir brauchen. Und die Luftlinie sagt, zwischen 1 und 2,5 Kilometer sind die Rapsfelder weit entfernt. Das eine sogar fast 3 Kilometer. Also da brauchen wir uns keine Gedanken machen, oder ich mir, dass da ein größerer Eintrag Raps kommen wird, sofern natürlich die Temperaturen stimmen und wir halbwegs gutes Wetter haben, nicht so wie im vergangenen Jahr. Und jetzt habe ich noch ein paar Szenen für euch vom letzten April. Da bin ich umhergefahren und habe unsere 4 Bodentypen einmal vorgestellt, oder die damit einhergehenden Landschaftstypen: Marsch, Moor, Geest und ja, so ein Kleie, Ton, naja, ihr seht's schon. Bevor ich jetzt genau in die Planung einsteige, welches Volk wann wo aufgestellt wird, muss ich noch warten auf eine Rückmeldung bezüglich des einen Standortes,
den ich gerne als Ganzjahresstandort nutzen würde. Dort sind zum einen ja viele Linden, das hatte ich ja erst schon erzählt, unten direkt dran ist auch eine Obstplantage. Und der Standort wäre halt einfach optimal und den würde ich dann halt auch relativ zeitig im Frühjahr mit ein, zwei Völkern anwandern, um dann dort nachher Ableger auch hinstellen zu können. Da muss ich aber mal schauen, ob das was wird. Aber halt davon abhängig ist, welche von diesen Völkern und von den Völkern der anderen Standorte wohin wandern. Was schon mal feststeht, das Volk dort ganz hinten, das bleibt definitiv hier. Das Zuchtvolk bleibt definitiv hier. Und ein anderes von den Zuchtvölkern, wo Reinzuchtkönigin drin sind, die ja, sich letztes Jahr ganz gut gemacht haben. Entweder ist das auf der Palette oder das ganz außen. Ja, das weiß ich aber noch nicht. Eins von denen wird wahrscheinlich hier bleiben und die anderen kommen weg und dann wird das hier, naja, so, also die drei Völker werden dann natürlich Honig liefern oder sollen natürlich Honig liefern und ansonsten sind die halt dafür da, um Drohnen zu liefern. Drohnen und Zuchtmaterial, sodass sich das hier dann in der näheren Umgebung auch gut verteilen kann. Ja. Sollte ich jetzt innerhalb der nächsten Tage, sollte ich jetzt noch innerhalb der nächsten Tage Sollte ich jetzt noch innerhalb der nächsten Tage die Rückmeldung bekommen, wie das mit dem einen Standort ausschaut, dann wird es in diesem Vlog auch noch Hinweise darüber geben, beziehungsweise ich werde da noch mit reinmachen, wie wir diesen Zettel hier ausfüllen. Das kann ich ganz transparent zeigen, weil die Daten werden auch nachher veröffentlicht im Internet mit den Stockwagen und so weiter. Und andernfalls sage ich jetzt einfach schon mal Tschüss. Macht's gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr diese Planung macht. Ob ihr auch rumfahrt oder einfach drauf ankommen lasst oder ja, wie ihr allgemein Standortplätze auswählt. Schreibt das doch mal gerne in die Kommentare oder eine persönliche Nachricht. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Also für mich morgen, für euch nächste Woche. Ja, Beuten, ne? Beuten brüten. Juhu! Macht's gut.